Hey Yoshi, komm! Wir fliegen gemeinsam zum Mond! Oh oh, die Rakete startet! Juhu! Klasse Sache! Yay! Wow! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Unsere Reise geht weiter und wir fangen hier an. Denn da hat uns damals der alte Herr den Weg versperrt, weil wir nicht genug Traumjuwelen hatten. Sieht so aus, als hättest du schon einige Traumjuwelen gefunden. Ich glaube, gleich ein Stückchen weiter ist noch eines. Pass auf dich auf, Kerlchen. Tschüssi, bin jetzt mit den Luftballons unterwegs. Ja, auf Nimmerwiedersehen oder so. Außenorbit, herzlich willkommen. Wow, sind wir jetzt irgendwo im Weltall? Countdown zum Abflug. Es geht mit der Rakete ins Weltall. Wow. Eine Weltall-Episode. Das erinnert mich sehr, sehr stark an Lego City Undercover, als wir mit Chase McCain mit der Rakete geflogen sind. Das war am Ende des Spiels eine sehr, sehr schöne Episode, ein sehr schönes Level. Aber gut, konzentrieren wir uns. Wir müssen jetzt langsam nach oben. Und verwenden wahrscheinlich hier den Magneten und verschiedene Bauelemente, um nach oben zu gelangen. Ich bin jetzt schon gespannt, welche Bastelideen wir diesmal so bekommen werden. Also beobachten wir wieder ganz fleißig den Hintergrund und alle Objekte, aus denen hier etwas Schönes gebastelt wurde. So, Moment. Das Grinseblümchen nehme ich natürlich mit. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und zack, hoch mit uns. So, Moment. Shy Guy nehmen wir mit. Und hier, oh oh, elektronische Bauteile. Ob das als Bastelidee gilt, ich weiß ja nicht. Achtung, sehr gefährlich hier. Alles unter Strom und... Ouchi, Babauchi. Yoshi wurde erwischt. Und noch gleich einmal. Oh, der Arme. Du musst aufpassen, Yoshi. Ja, wie ihr sehen könnt, steuere ich heute den grünen Yoshi. Also den klassischen Yoshi. Yoshi ist ja für gewöhnlich grün. Der, naja, nicht Anführer, das wäre falsch gesagt, aber für gewöhnlich ist Yoshi einfach grün. Und als Outfit spiele ich heute in einem roten Apfel. Also wirklich, wirklich lecker. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch Yoshi's Crafted World gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr keine spannenden Videos mehr verpasst. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr gerade dieses Video schaut, holt euch doch noch einen Apfel dazu. Einen leckeren Apfel. Nicht nur sind Äpfel super lecker, egal ob sie sauer oder süß sind. Ich persönlich mag die sauren lieber. Oder eine Banane. Hauptsache Obst. Sondern, also nicht nur weil sie lecker sind, sondern weil sie super gesund sind. Jeden Tag ein bisschen Obst und zack, bleibt ihr gesund. Dann werdet ihr nie krank, was bedeutet, dass ihr immer Zeit habt zum Spielen und zum... Ja... um in den Kindergarten zu gehen oder in die Schule, weil ihr gesund seid. Und dann könnt ihr viel laufen, fit sein, Spaß haben, lachen. Denn wenn man erkältet ist, wenn man krank ist, dann geht es einem nicht so gut, dann tut's weh und das ist echt doof. Aber mit Obst und Gemüse passiert sowas überhaupt nicht. Daher nochmal der Hinweis, holt euch frisches Obst, wenn ihr ein Video von mir anschaut. Sehr, sehr gesund, aber vor allem, noch viel wichtiger, sehr lecker. So, Yoshi, konzentrier dich. Wir springen jetzt vorsichtig rüber. Übrigens könnt ihr das Video jetzt gerne kurz pausieren und euch Obst holen. Okay, aber genug von Obst. Konzentrieren wir uns auf das Spiel und sammeln hier fleißig Herzchen ein. Hier haben wir Batterien, die mit einem Magneten hochgezogen werden. Und jetzt geht es in den Hintergrund. Hey, wir sind jetzt hier hinten. Sind wir gleich in der Nähe der Rakete? Und wenn ja, fliegen wir gleich ins Weltall? Also das wird jetzt sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es gleich weitergehen wird. Jetzt geht es gleich wieder nach vorne, aber erst einmal öffnen wir das Tor, glaube ich. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Kann das sein? Ja, das Tor schließt langsam. Schneller. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, komme ich da durch? Oh, gerade noch. Sehr, sehr knapp. Ja gut, ich habe mich auch ein bisschen aufhalten lassen von den Shy Guys. Aber ansonsten hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. So, da ist keine versteckte Wolke. Dann mal schnell weiter. In der Eierbox ist auch nichts drin. Ich habe 6 Eier. Das ist ja die Maximalanzahl an Eiern, die man mit sich rumschleppen kann. Das heißt, ich bin voll ausgestattet und ausgerüstet.
So, was haben wir denn hier für einen Knopf? Oh, zwei große Magnete, die uns jetzt nach oben ziehen werden. Und hier sollten wir uns um die Münzen kümmern. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, hier viel einzusammeln. Und wir können sogar jederzeit wieder runter. Das ist sehr praktisch. Autsch, was sollte das denn? Du bist aber ein Frechdachs. So, da ist ein Vogel. Sehe ich gerade. Mit Sicherheit gibt es auch mal die Aufgabe hier, eine bestimmte Anzahl an Vögeln zu sammeln. So wie wir das bereits aus der Wüste kennen, als wir 5 Kamele sammeln sollten. Was wir im Übrigen noch nicht getan haben. Aber das ist ja nur eine Zusatzaufgabe. Und ich werde dieses Spiel mit den Spezialepisoden spielen, allerdings nicht zu 100%. Hey, aber bitte nicht auf den Schalter stehen, ja? Ich möchte hier noch vorwärts kommen, ihr süßen, verrückten Schallgeist. Hey, Moment mal. Das muss ich jetzt aber noch erwischen. Sehr gut. So. Sehr gut. Irgendwo haben wir doch tatsächlich schon ein Grinseblümchen vergessen. Mir ist ehrlich gesagt aber nicht aufgefallen, wo das gewesen sein könnte. So. Wir müssen auch aufpassen, dass unser grüner, ich meine roter Apfel nicht gleich kaputt geht. Es geht mit der Rakete weiter! Okay, auf geht's in die Rakete. Huiuiui. Eine Bastelrakete. Yoshi, wo fliegst du hin? Wir sind im Weltall. Wie schön, und die Musik ist so himmlisch. Und hier eine Bastelidee, schaut mal. Passt bitte auf, aber ihr könnt mit Stecknadeln arbeiten. Generell mit einem Nadel. Da könnt ihr Sachen befestigen. Aber seid bitte vorsichtig, denn diese Nadeln sind sehr spitz. So. Was haben wir noch hier? Schöne kleine Pappaufsteller. Und das Lustige im Weltall, man ist schwerelos. Das heißt, Yoshi springt höher und fällt auch langsamer. Oh, was seid ihr denn? Ein Alien? Ein Oktopus? Eine Mischung aus beidem? Ich weiß es nicht. Und kleine Schallgeist in Form von Astronauten. So, mal sehen, was passiert. Oh, der bläst sich auf. Schaut mal. Und zack. Das scheint so ein Oktopus im Weltall zu sein. Denn er verliert Tinte, wenn man auf ihm steht. Schaut mal. Puff. Und puff. Oh, oh, Achtung, Achtung. Kleine Astronauten, die hier wild durch die Gegend springen. Oh, die Maulwürfe sind wieder los. Ich verstehe schon. So, wo seid ihr? Da ist der Große. So, zwei kleine noch. Nummer 1 und Nummer 2. Ha, diesmal habe ich es geschafft. Sehr gut. Und da oben sind noch Münzen. Die sollte ich mir auch noch schnappen. Am besten schnappe ich mir noch diesen Oktopus-Kumpel. So. Und drauf und nach oben. Sehr toll. Sehr, sehr gut. So, nehmen wir vorsichtig mit. Und das können wir auch noch abschießen. Und die, was machen die denn da mit den Münzen? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich zu denen da runter soll. Hm. Tja, die erwische ich jetzt nicht. Naja, egal. So, Moment. Dich brauche ich für diese Wolke. Da ist mit Sicherheit etwas Wichtiges drin. Genau, Herzchen. Und hier sind wieder diese Stecknadeln. Oh, ja, mir fehlt wieder ein Ei. Ist da unten etwas? Hm. Auch eine versteckte Wolke? Nee, das nicht. Okay. Dann gibt es in diesem Bereich zumindest nichts mehr Wichtiges oder Wertvolles, was wir unbedingt einsammeln sollten. Na, wenn das so ist, können wir weiter. Puff, nach oben. So, oh, Yoshi, komm, 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 komm. Bleib da oben. Sehr gut. Und puff. Oh, schon das Ziel? Naja, gut, ich habe keine Eier mehr. Wir gehen als Apfel herein. Das war das Raketenlevel. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Auch ein sehr schönes Level, wie ich finde. Ziel erreicht. Yay. Und die Ergebnisse können sich auch sehen lassen. Mir fehlen natürlich jetzt 11 rote Münzen. Naja, besser als nichts. Geschafft. Auf geht's zu den Sternschnuppen. Ritt auf den Sternen. Oh, das sieht mal sehr spannend aus. Okay. Yoshi, uns steht ein Ritt auf den Sternen bevor und du, mein Lieber, bist in einem roten Apfel unterwegs. Das ist sehr komisch. Und hier sind kleine UFOs, kleine Raumschiffe. UFO ist die Abkürzung für... Moment, das weiß ich doch. Und... Nee, Moment. UFO ist für unbekanntes Flugobjekt. Genau. Unbekanntes Flugobjekt.
das ist die Abkürzung für UFO. Also, UFO ist die Abkürzung für unbekanntes Flugobjekt. Mein Gott, ich habe das jetzt echt kompliziert erklärt. Okay. Okay, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Eile mit Weile. Eile für Weile? Wir kriegen das hin. Ich kann mich nur wiederholen. Und ein Ritt auf den Sternschnuppen. Hui. Oh, das war wohl kein Treffer für mich. So, Nummer 1. Und, Moment. Und, das ging jetzt wohl etwas schief. So, den Planeten haben wir noch erwischt und der hat super viele Münzen verloren. Und der Ritt hier rüber. Zack. Haben wir 2 Grinseblümchen. Das sieht gut aus. Aber mir fehlen hier immer wieder Eier, mit denen ich diese Wölkchen abschießen kann. Könnt ihr euch vorstellen, mal im Weltall zu sein? So völlig schwerelos. Stellt euch mal vor, ihr könnt auf einem Planeten herumspringen. Gut, streng genommen ist die Welt, auf der wir uns befinden, auch ein Planet. Aber stellt euch jetzt mal vor, ihr könnt auf dem Mars herumlaufen. Vielleicht sogar auf dem Mond. Nein, auf der Sonne funktioniert das leider nicht, denn diese Sonne ist viel zu heiß. Da kann man leider nicht drauflaufen. Aber vielleicht auf dem Mond oder auf dem Mars. Könnt ihr euch das vorstellen? Hättet ihr Lust oder vielleicht mit einem Raumschiff? Übrigens, schaut euch mal hier dieses Raumschiff an. Das besteht aus einer Plastikflasche. Oder hier. Aus einer kleinen Kunststoffflasche. Gut, Plastik ist auch Kunststoff, klar. Aber da kann man sich wieder inspirieren lassen. Das heißt, Plastikflaschen muss man nicht wegwerfen. Beziehungsweise es gibt auch Plastikflaschen, viele davon, für die man Pfand bekommt. Aber ihr könnt solche Flaschen auch dazu verwenden, um eben was zu basteln. Ihr könnt zum Beispiel mit weißer Deckfarbe, mit Acrylfarbe die Plastikflasche ausmalen und das als Raumschiff verwenden. Oder aber Klopapierrollen, wie hier bei diesen Sternschnuppen, anmalen und am einen Ende Zacken rausschneiden. Oh, das ist jetzt schwierig, da sind keine Grinseblumen da hinten. Ha, sehr gut. Also, ihr seht schon, auch wieder in dieser Folge viele, viele Bastelideen für euch, um eine große Yoshi-Welt zu basteln. Oder aber eine Philipp-Welt, eine Daniel-Welt, eine David-Welt, eine Christian-Welt, eine Alexander-Welt oder für die Mädchen eine Katharina-Welt, eine Jenny-Welt, eine Mira-Welt, eine Maya-Welt. Je nachdem, wie ihr heißt, füllt einfach diesen Satz mit eurem Namen aus. Wenn ihr zum Beispiel... Naja. Mir fällt gerade kein Name ein, weil ich gerade so viele genannt habe. Stellt euch mal vor, ihr heißt Emma. Dann ist das vielleicht eine Emma-Welt, die ihr selbst gebastelt habt. Also ich bin gespannt. Ich möchte ja in der letzten Folge von euch wissen, wie viel ihr gebastelt habt. Deswegen bin ich so gespannt. Ist mal eine ganz spannende Frage und bitte ehrlich beantworten. Ich bin euch überhaupt nicht böse, falls ihr zum Beispiel noch nichts gebastelt habt. Aber wer von euch bastelt denn nach jeder Folge oder während einer Folge etwas Schönes? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich super, super interessieren. Vor allem, da wir das immer wieder ansprechen. So, Moment. Okay, hier bewegt sich nichts. Was ist mit dir eigentlich, mein lieber Scheigei, da aus dem Fenster? Okay. Oh, 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 das war also die Lösung des Rätsels. Dieser Stern hier. Und jetzt? Das da hinten vielleicht abschießen? Na gut, die Box wahrscheinlich nicht, oder? Moment, Moment. Den Stern vielleicht. Okay, da ist jetzt nichts mehr drin. Ah, nee, ich muss da nach hinten. Jetzt wird ein Schuh draus. Schaut mal. Nummer 1. Nummer 2. Und ich bin auf der anderen Seite. Das gibt wieder, wow, ganz, ganz viele Münzen für mich. Sehr schön. Yay. Jetzt geht's auf dem Sternenschnuppen weiter. Ein Sternenschnuppenritt wartet auf uns. Ach ja, ich würde auch gerne auf einer Sternschnuppe sitzen und quer durch die Galaxie reisen. Und das bei einer richtig schönen Musik wie hier. Einfach entspannen, durch die Galaxis reisen, Sternschnuppen beobachten, Sterne besuchen, mit den Sternen Tee trinken, einen Apfel essen
und weiter flitzen auf der Sternschnuppe. Ach ja, der Fantasie ist keine Grenzen gesetzt. Sehr schön. So, Achtung. Den schnappen wir uns auch noch. Vor allem im Hintergrund sehen wir süße kleine Sternenbilder. Die finde ich auch sehr, sehr schick. Und da unten ist ein Geschenk. Moment. Aus einer anderen Perspektive kann ich das vielleicht besser treffen. So, wir probieren es von hier aus. Oh, Moment, wir reisen davon mit den Sternschnuppen. Okay, dann eben von hier einmal ducken. Und zack. Und eine rote Münze. 13 von 20. Oh, Moment, da geht es aber tief runter. Das bedeutet, dass uns noch 7 fehlen und wir sind fast am Ende des Levels angelangt. Naja, ob wir die roten Münzen noch finden werden? Ich bin etwas skeptisch. Das bedeutet, ich bin mir nicht gerade sicher. Aber wir werden schon sehen. Wir lassen uns überraschen. So, oh, lololololoi. Jetzt bin ich doch glatt da abgestürzt. Aber nicht so schlimm. Zack, sind wir auf dem Planeten, auf dem Saturn. Der Saturn ist ein Planet, den erkennt man daran, dass dieser einen Ring besitzt, drumherum. Also es ist nicht nur eine Kugel, sondern drumherum ist ein Ring und das ist der Saturn. Der Mars ist zum Beispiel ein Planet, der ganz rot ist. Dabei ist der Jupiter klein und grün. Also jeder Planet hat so seine eigenen Merkmale. Okay, als kleiner geheimer Apfel geht es hier weiter. Und was ist das? Sieht fast schon so aus wie ein feindliches Flugobjekt. Oh! Hier ist ein Gummi gespannt. Ja, mit Gummis kann man auch arbeiten. Oh! Wir fliegen mit einer Rakete! Yoshi! Wow! Moment, Moment! Bitte nicht abstürzen. Wir wollen noch die Münzen einsammeln. Und zack, haben wir alle. Und damit laufen wir jetzt ins Ziel. Und schwupps! Klasse Sache. Ziel erreicht. Sehr toll. Yoshi, du bist der Beste. Ja, Yoshi freut sich. Zu Recht, denn Yoshi hat hier wirklich super Arbeit geleistet. Ja, 2 Grinseblümchen hätten uns gefehlt, aber ist auch nicht so schlimm. So, die nächste Welt wartet schon auf uns und diese lautet Tamtam auf der Raumstation. Oh oh, Tamtam, das bedeutet, dass da wohl etwas Ärger gibt. Wir werden sehen, was in der nächsten Folge passieren wird. Rechts oben tippt einfach mit eurem Finger da drauf, da wo der Finger zeigt, denn da kommt ihr zum nächsten Video. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bitte bleibt wie immer katztastisch!